Müller und ich habe die Ehre, im Namen des gesamten Slice of Life Teams Sie heute durch das Programm führen zu dürfen. Ich möchte gleich beginnen, Slice of Life, ein Stück vom Leben, ein Stück deines Lebens, vielleicht ein Stück meines Lebens, ein Stück unser aller Leben. Es mag vielleicht schräg klingen, aber die ganzen Geschichten, die hier heute vonstatten gehen werden oder heute geschrieben werden, sind ein Teil eines Lebens von uns allen. Manchmal ein bisschen krass, manchmal weniger krass, aber sie sind quasi aus den Rippen des Lebens geschnitten und ein Teil von uns. Wir starten mit einer cineastischen Lesung gleich zu Beginn. Und zwar wird das neueste Stück sein von Dennis Ivan. Es ist ein Auszug aus dem Roman Das Drama der niedrigsten Sorte. Und es lesen alle Schauspielerinnen und Schauspieler gemäß ihrer Besetzung. Ich darf den Buchrücken zitieren. Das Drama der niedrigsten Sorte durchschreitet den psychologischen Kreislauf der Lüge, schildert das Unbehagen unserer Zeit, behandelt die Frage nach allgemeiner Schuld des menschlichen Makels und erörtert, wer oder was überhaupt davon frei sein kann. Es erzählt von Tätern und Opfern, dem Verständnis dieser beiden Positionen zueinander und wie diese beiden Ausgangspunkte die Plätze tauschen können. Da ich nicht über die Fähigkeiten eines Schriftstellers verfüge, mir das alles einfach nur auszudenken, muss bereits an einer solch frühen Stelle gesagt sein, alles, was du lesen wirst, ist wahr. Ich habe mir nichts davon ausgedacht. Ich nehme das nur vorweg, weil ich mir denken kann, dass du es nicht wahrhaben werden willst. Nichts davon ausgedacht, erfunden oder wie du es sonst von mir zu glauben kennst. Keine Lügen mehr. Jetzt, wo es zu spät ist, ist es an der Zeit, dich über ein paar nicht unerhebliche Dinge und Sachverhalte in Kenntnis zu setzen. Ihr, damit meine ich dich und die Kinder, seid unablässig davon betroffen gewesen. Alle werden wir Betroffene sein. Aber nun, bevor ich gehe, will ich mit allem im Reinen sein. Auf den letzten Seiten dieses Buches biete ich dir eine Lösung an und es wird an dir liegen, sie anzunehmen. Ich ziehe mich an und mache mich daran, auf einem letzten Gang die Dinge zu einem Ende zu bringen. Dabei lasse ich mir minutiös viel Zeit bei allem, was ich tue. Ein herzhaftes Frühstück zubereiten, Croissants mit Schinken und Käse belegt und den obligatorischen Becher Kaffee, im Radio den Klassiksender anmachen und Kleidung anlegen, von der ich denke, dass es meine beste ist. Dabei halte ich in einer Hand die ganze Zeit über das Buch, auf dessen Umschlag ich nachlässig, was du noch wissen solltest, geschrieben habe und lese noch ein wenig weiter. Alles, was ich gerade mache oder gemacht habe, tue ich zum letzten Mal, mit dieser einen Ausnahme, die du gerade in deinen Händen hältst. Erstmals sage ich die Wahrheit. Nun gammle ich schon den ganzen Tag auf der Couch und habe nichts anderes auf die Reihe gebracht, als Joints zu rauchen, eine Staffel Desperate Housewives auf DVD anzuschauen und es mir zwischendrin selber zu machen. Ich liebe es, nur in Unterwäsche durch die Wohnung zu laufen und mir bei jedem Spiegel, an dem ich vorbeikomme, zu denken, was für ein fesches Mädel aus mir geworden ist. Mein Haarschnitt ist endlich wieder kürzer, fühlt sich gut an. Ich fühle mich gut. Es dauert, wenn ich mir morgens das Bad mit Noah teile. Frage mich, ob andere Frauen auch so häufig an ihre Brüder denken. Jetzt sitze ich auf dem Plüschbezug der Waschmaschine und durchblättere die darauf liegenden Zeitschriften, die ich schon so oft durchblättert habe. Ich weiß um die Reihenfolge der Fotos und im Voraus, welcher Text darunter steht. Dabei atme ich den Geruch von Weichspülern und Reinigungsmitteln ein. Das monotone Geräusch der Maschine ist der Soundtrack zum Nachmittag und gibt mir das Gefühl, etwas getan zu haben. Vor dem offenen Fenster hänge ich meine frisch gewaschene Wäsche auf den Ständer. Ein weiterer Teil des Tages besteht daraus, dem klingelnden Telefon zuzusehen und nicht abzunehmen. Solange es klingelt, stelle ich mir vor, wer wohl dran sein könnte. Eine unerschöpfliche Anzahl an möglichen Personen. Es kann jeder sein. Und diese Illusion halte ich mir dadurch aufrecht, indem ich einfach nicht den Hörer abnehme, um zu erfahren, wer es ist.
Das bringt mich ein wenig auf andere Gedanken. Ich muss lächeln. Dann lache ich richtig. Ich warte einfach nur darauf, dass etwas passiert. Aber was mache ich mit Helena? Warum ist sie der Beerdigung ferngeblieben? Generationenübergreifend haben sich alle Frauen der Familie zusammengefunden, vereint in gemeinsamer Trauer. Alle Frauen in der gegenseitigen Beurteilung untereinander vereint, welche von uns zugenommen hat und welche nicht. Die Luft war warm und die Stille des weitläufigen, verlassenen Friedhofs lag eingebettet im satten Grün eines Sommertages. Wir Frauen waren die einzigen Menschen. Wir haben geweint, nahmen und lagen uns einander mit wahren, aufrichtigen Gefühlen in den Armen, mit denen wir die alten Konflikte überdeckten, die zwischen manchen von uns irgendwann aufflackerten und uns in heftige Brände einkesselten. Brände, wie sie nur in einer Familie toben können. Für diesen einen Tag waren sie gelöscht. Es war unangenehm für mich, Helena entschuldigen zu müssen, wenn man mich nach ihr fragte. Und natürlich haben die anderen Trauergäste nach dem Grund ihrer Abwesenheit gefragt. Im Nachhinein war es wahrscheinlich besser, dass sie sich nicht beeilt und es dann doch noch auf die Beerdigung geschafft hat. Mit Sonnenbrille über den verkaterten Augen, angewidert hier zu sein, hat sie richtig entschieden, der Bestattung fernzubleiben. Als solche eine Zeremonie, der man gar nicht genug gesellschaftliche Bedeutung beimessen kann. Unendlich viele Namen auf den wie Karteien katalogisiert errichteten Grabsteinen. Die Jahreszahlen von Geburt und Tod darunter wie Nummern einer Liste, auf der sekündlich neue erscheinen und abgehakt werden. Ich schiebe meine Schlafmaske mit kühlendem Gel die Stirn hoch und muss mir erst die verschlafenen Augen reiben. Meine Mutter steht im Türrahmen. Ja, was gibt es? Warum schüttelst du den Kopf? Ob ich mich mit dir unterhalten könne? Klar, sobald ich aufgestanden bin. Also, ich stehe auf. Sie verschwindet so unversehens, wie sie mich aus meinem Schlaf gedrängt hat. Anstattdessen kommt Elliot gemächlich ins Zimmer gestreunt. Hey, mein Schmusekater, komm her. Ja, brav. Noch nie zuvor habe ich eine Katze gekannt, die Fremden gegenüber so zutraulich ist. Niemals würde ich es zulassen, dass ihm etwas zustößt. Meine Mutter ruft von irgendwo aus der Wohnung her. In ihrem Tonfall schwingt etwas Dringliches mit. Sie reicht mir das Telefon. Für dich. Ja, hallo, wer ist da? David! Wie hast du meine Nummer gefunden? Ja, sonst würdest du wohl kaum anrufen. Ja, da hast du natürlich recht. Ist das dein Ernst? Du möchtest da heute mit mir hingehen? Gerne! Meine Mutter steht noch immer neben mir. Mom, siehst du nicht, ich telefoniere gerade. Du kommst mich abholen? Und wann? Wie? So spät? Nein, kein Problem. Meine Mutter schüttelt den Kopf und entfernt sich in ihr Büro. Na toll. In Ordnung. Also 23 Uhr. Ja, verstehe. Bis dann. Ich knalle das schnurlose Telefon auf die Kommode vor mir. Bockig stampfe ich zu ihr. Was kann ich für dich tun? Tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, der Beerdigung fernzubleiben. Können wir das Thema damit abhacken? Gut. Nein, ich kann heute Abend nicht auf meinen Bruder aufpassen. Es tut mir leid, aber du hast es doch vorhin selbst mitbekommen. Ich bin verabredet. David. Er ist so sexy und begehrenswert und gut aussehend. Aber letzte Nacht? Wow. Ja.
MTV flimmert über den Bildschirm und ich warte auf Helena. Ihre Mutter hat sie angerufen, als sie meine Hand in ihrem Höschen hatte und sie um irgendeine Erledigung gebeten. Ich habe meine Hand nicht sofort zurückgenommen, sondern sie einfach auf ihrer weichen, glattrasierten Scham ruhen lassen. Da fragte sie mich tatsächlich, ob ich ihre Mutter und sie kurz in die Stadt begleiten würde. Nicht gewillt, diesen beschissenen Scheißtag mit einem Familienausflug zu krönen, konnte ich nur stumm, aber bestimmt mit dem Kopf schütteln und bohrte dabei kurz, aber sehr grob, Mittel- und Zeigefinger in ihre Muschi. Als Strafe, dass sie ihre Mutter mir vorzieht. Ich bleibe so lange hier in ihrem Zimmer, habe ich gesagt, und dabei meine enttäuschteste Mimik aufgelegt, zu der ich fähig bin. Aber sie hat es überhaupt nicht bemerkt. Auch meine Frage, ob es nicht langsam mal an der Zeit wäre, die Nabelschnur durchzuschneiden, ließ sie unbeantwortet und folgte ihrer Mama wie der Hund dem Herrchen. Das Warten langweilt und frustriert mich. Ebenso, dass ich keine Gelegenheit hatte, sie zu ficken, was der einzige Grund war, weshalb ich sie überhaupt aufgesucht habe. Und was für eine wunderbar dämliche Schlampe. Öffnet mir die Tür, nachdem ich sie heute Morgen per handschriftlicher Nachricht rausgeschmissen habe. Eine Katze kommt ins Zimmer gestreunt. Ein äußerst edles Tier. So viel Geschmack hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Langes, voluminöses, goldbraunes Fell umrahmt das majestätische Katzengesicht. Ein wirklich stolzes Tier. Vor dem Bett macht sie Halt. Ihr Brustkorb zieht sich zusammen, entspannt und zieht sich wieder zusammen. Fasziniert davon bin ich gespannt, was als nächstes passiert. Das Tier gibt schmatzend keuchende Geräusche von sich und übergibt sich auf den Teppich. Ich lausche, ob ich ein Auto die Einfahrt hochfahren höre. Nichts. Ich packe das Tier grob am Genick, reiße es vom Bett hoch und schleudere es so fest ich kann in das gegenüberliegende Zimmer. Besser gesagt habe ich die angelehnte Tür mit der Katze aufgeworfen. Auf dem Weg dorthin kann ich sehen, wie das Tier gegen das Regal aus massivem Stein prallt und benommen zu Boden geht. Es geschah viel zu unerwartet, als dass es eine Reaktion hätte zeigen können. Wahrscheinlich ist sie mit etwas derartigem noch niemals zuvor konfrontiert worden. Alle Viere von sich gestreckt, dreht es ungläubig und verwirrt das kleine Köpfchen hin und her. Es scheint überhaupt niemals zuvor so etwas wie Angst oder Furcht kennengelernt zu haben. Bei dem Gedanken daran durchfährt mich ein wohliger Schauer. Der Geruch von Katzenstreu steht in der Luft. Das Tier weicht überhaupt nicht vor mir aus, als ich ins Zimmer komme, auf die Katze zugehe, die Milchglastür hinter mir schließe und bereit bin, die Party steigen zu lassen. Zu früh im Leben wird die Hoffnung aufgegeben, es könne einen noch überraschen, bevor etwas passiert, mit dem man einfach nicht rechnen konnte. 7 Jahre gab mir meine Tochter Zeit, mich auf unser Wiedersehen vorzubereiten. Aber hätte ich es denn getan? Wie könnte man sich auch auf etwas derartiges vorbereiten? Hätte ich auch nur eine Sekunde die Art von Hoffnung zugelassen, die einem das Herz zerreißt? Hätte man auch nur einen Gedanken daran nicht verdrängt, man würde den Menschen eines Tages wiedersehen, von Angesicht zu Angesicht mit demjenigen, den man unendlich geliebt, aber verloren hat? Wäre man unfähig, auch nur einen Schritt vorwärts zu machen? Weg von dem, was wir hinter uns lassen mussten. Alle Räder standen still. Jeder Liedschlag verstummte, nachdem ich die Tür öffnete, meine Tochter dort stehen sah und in den Lauf einer Pistole starrte, in deren Kammern meine Vergangenheit geladen war. Was haben wir nicht alles getan? Was sind wir uns nicht alles einander gewesen? Wie nur wir es einander sein konnten und es nun von einem Augenblick in den anderen endlich wieder waren. Das Café hüllt mich in seine warme, sonnendurchflutete Atmosphäre ein. Saskia ist noch nicht da. Naja, ihre Unpünktlichkeit hat sie von mir. Der Platz am Fenster mit Blick auf die Fußgängerzone erscheint mir geeignet. Immer wieder wandert mein Blick in Richtung Eingang. Genau das sollte ich unterlassen. Wenn man auf jemanden wartet, sollte man sich für die Dauer der Wartezeit mit etwas anderem beschäftigen.
Umso größer ist dann die Überraschung und Erleichterung, wenn derjenige, auf den man wartet, plötzlich vor einem steht. Überhaupt ist man als Wartender der Unpünktlichkeit des anderen hilflos ausgeliefert. Geduld ist eine sehr defensive Tugend, die überschätzteste von allen. Man darf die Zeit des Wartens nicht mit Warten verbringen. Go back and leave it all behind, steht auf der Rückseite des geöffneten Schildes zu lesen. Wo sitzt meine Mutter? Nicht viel los hier. Die neue Kellnerin, hallo. Wo winkt jemand für mich? Ah, da drüben, vielen Dank. Ich liebe diesen Laden. Das Lied kenne ich. Etwas melancholisch, aber schön. Meine Mutter nennt mich wieder ihr Herz. Kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, aber ich mag es. Geht es dir gut? Ja, mir auch. Die Vorlesung war interessant. Gutes Thema. Aber die anschließende Diskussion war der Grund, weshalb ich erst jetzt da bin. Etwa eine halbe Stunde lang hat ein junger, gut aussehender Gastdozent über Ursprung der Dependencia und ihre Rolle in der Globalisierung referiert. Abhängigkeit. Dependencia ist Spanisch und bedeutet Abhängigkeit. Das Sonnenlicht von draußen wird auf die pechschwarze Sonnenbrille meiner Mutter reflektiert und blendet mich. Noch eine Zigarette. Man greift beherzt dazu, wenn die Päckchen noch voll sind. Das Kratzen des Zündsteins, das Zippen des entflammenden Feuers. Ich nehme einen genüsslichen Zug. Der abbrennende Tabak knistert und ich schwängere die Luft um uns herum mit meinem Gift. Die Sonne blendet durch die Fensterfront. Nur die darauf aufgeklebten Buchstaben werfen in Spiegelschrift das Wort Desire als Schatten an die Wand. Meine Mutter hat ihr Gesicht in die Sonne gedreht und hält die Augen geschlossen. Momente wie dieser sind wie Meditation. Während die Angestellte an der Tankstelle mich bedient hat, habe ich die Zeitung von heute überflogen. Darin hieß es, dass ein hochrangiger Politiker von einer Prostituierten Sex ohne Kondom haben wollte, versehentlich in irgendeinem Kriegsgebiet 100 Zivilisten getötet wurden, darunter viele Kinder. Diverse Videobotschaften von Geiselnehmern veröffentlicht wurden. Ein Vater, seine Tochter und ihre drei Kinder, die alle von ihm sind, ihr bisheriges Leben lang in den Keller gesperrt hat. Und dass die Zahl des Tages 9 lauten würde. Ich drehe mir im Auto noch eine Zigarette, bevor ich wieder nach Hause fahre. Nicht zum ersten Mal sitze ich heute bekifft hinter dem Steuer. Wieder macht sich Nervosität in mir breit. Ich starte den Wagen. Die Scheibenwischer beginnen sofort auf höchster Stufe gegen den Regen anzukämpfen. Das Auto kommt angenehm in Fahrt. Der Zigarettenqualm mengt sich unter den modrigen Geruch des Wageninneren. Der zunehmende Regen verringert die Sicht von Minute zu Minute mehr, aber ich kenne die Strecke auswendig und beschränke mich zur Orientierung auf die mir entgegenkommenden Scheinwerferkegel. Mein Kopf schwenkt träge unter seinem eigenen Gewicht. Es fällt mir von Mal zu Mal schwerer, mich zu konzentrieren und meinen Blick auf der Straße ruhen zu lassen. Meine schwerer werdenden Augenlider sinken herab, mindern mein Sichtfeld. Mit geringem Kraftaufwand, den ich bis in die Stirn spüre, stemme ich sie wieder nach oben, kämpfe gegen die aufkommende Müdigkeit an und verliere mich in dem wohligen Tagtraum. Mit der linken Hand greife ich an die Kurbel und drehe das Fenster einen Spalt breit nach unten. Sofort peitscht Wind, Fahrwasser und Regen in das Wageninnere. Mit der rechten Hand schnippe ich die Zigarette durch den Spalt und kann noch im Augenwinkel sehen, wie der Fahrtwind die Glut leuchtend rot anschürt und sie in das Wageninnere zurückschleudert. Verdammt! Mit einem Mal taucht wie aus dem Nichts eine Person vor meinem Auto auf. Ich bremse so schnell ich kann, lenke gleichzeitig nach rechts. Aber es ist zu spät. Eine Frau. Ich habe eine Frau überfahren. Der Regen prasselt auf den leblosen Körper. Eine kleine Spur Blut mengt sich unter das Wasser und rinnt von ihrem Kopf ab.
Sie bewegt sich nicht, als wäre sie schon dort gelegen, bevor ich die Zigarette aus dem Fenster geschnippt habe und die immer noch irgendwo im Rückteil des Wagens ein Loch hineinbrennen wird. Ich sehe nicht nach, denn es ist mir egal. Es ist mir egal. Die Lautstärke des Radios hat sich wieder normalisiert. Ansonsten ist alles still. Ich trete das Gaspedal, so fest ich kann, durch und sehe im Rückspiegel, wie die regungslose Frau immer kleiner wird. Auf das große Panoramafenster bricht sich lautstark und kontinuierlich der Regen, der für meinen Geschmack schon etwas zu lange andauert. Schwer vorstellbar, es soll Menschen geben, die dieses Geräusch als beruhigend empfinden. Ich bin davon nur genervt. Ein weiteres Blinken kommt auf der Telefonanlage hinzu, was mich zu einem verschmitzten Lächeln veranlasst. Die Uhr auf meinem Handy-Display signalisiert mir noch eine verbleibende Arbeitszeit von 15 Minuten. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als meinen inneren bis zum äußersten aufgeblähten Schweinehund zu überwinden, um noch wenigstens einen Anrufer entgegenzunehmen. Es ist immer dasselbe mit jedem Anrufer. Die Menschen können mir gegenüber loslassen, gerade weil ich ihnen nicht gegenüberstehe. Weil ich für sie ein Fremder bin, der auch noch anonym bleibt. Keiner von ihnen wäre in der Lage, mir während ihrer Geständnisse direkt in die Augen zu sehen. Und was ich mir hier für eine Scheiße anhören muss. Danach ist nichts besser, nichts wurde gelöst, nicht eine Lösung für überhaupt irgendein Problem gefunden. Dazu trage ich natürlich auch meinen Teil bei, selbstredend. Leitung 1 blinkt schon seit geraumer Zeit, also lasse ich den Anrufer in der Warteschleife und entscheide mich für den Knopf, der just in diesem Moment blinkend und orange aufleuchtet. Guten Abend, Sie haben die Nummer des Sorgentelefons gewählt. Mein Name ist Raphael, wie kann ich Ihnen helfen? Vom anderen Ende der Leitung kommen nur Wortfetzen bei mir an. Der Rest des Gesprächs ist nur als ein Mix aus schlechter Verbindung und völligem Rauschen zu vernehmen. Das Rauschen dauert einen kleinen Moment, dann ist Stille. War etwas, auf das ich mich freuen konnte. Wieder Stille. Könnten Sie das bitte nochmals wiederholen? Ich kann Sie wirklich nur sehr schlecht verstehen. Von wo aus rufen Sie denn an? Das Rauschen setzt wieder ein. Dann ist die Leitung lange genug störungsfrei, dass ich ihm das Wort U-Bahn sagen höre, bevor er wieder unter dem Rauschen verschwindet. Noch mehr als 10 Minuten verbleibende Zeit. Die Leitung ist wieder frei und ich kann deutlich hören, wie der Anrufer sagt, ich habe alle Lügen wahrgemacht. Rauschen? In dieses Rauschen frage ich blindlings hinein, ob er mich denn versteht. Wieder nur Wortfetzen. Der kleine, nicht von mir, Lebensversicherung ist dabei. Irgendwas von einer schriftlichen Beichte. Und deswegen rufe ich an, ich wollte noch ein letztes Mal mit jemandem reden. Sie müssen langsam und sehr deutlich sprechen. Und wenn Sie meine Stimme klar und deutlich vernehmen, bitte ich Sie, Ihre Position beizubehalten. Die Verbindung ist sehr schlecht. Ich kann kaum was verstehen. Der Anrufer setzt gerade zu einer Antwort an und es sofort ist das Rauschen wieder da. Ein paar Sekunden lang, dann wird die Verbindung wieder deutlicher, aber mehr als der letzte Gang kann ich nicht verstehen. Dann wieder das Rauschen. Noch 2 Minuten, time to say goodbye. Mach einmal in deinem Leben das Richtige und leg deinen Kopf auf die Gleise, ist das Letzte, was ich zu ihm sage, bevor ich auflege. Seltsamerweise stoppte das Rauschen genau in diesem Moment, als ich das gesagt habe. Die Verbindung war für diesen Moment störungsfrei klar. Er hat jedes einzelne Wort gehört. Nette Gegend hier. Ohne die Baumreihen hätte man von hier oben einen wunderbaren Blick über die Stadt. Wenn sie mir 100 Mäuse den Abend zahlen kann, dass ich auf ihren Bengel aufpasse, braucht sie auch das dementsprechende Haus in passender Wohnlage dafür. Oder sie ist einfach nur verzweifelt. In die Richtung tendiere ich. Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Laut ihrer Beschreibung das erste auf der linken Seite der Straße, ein Haus in L-Form mit Flachdach. Die Straße führt einen kleinen Hang hinab und zweigt sich wie ein Fluss auf. Das Haus muss es sein. Ich gehe die Einfahrt hoch und mache auch prompt das gesuchte Klingelschild ausfindig. Geffen. Der Name stimmt mit den Angaben auf der Beschreibung überein. Gleich nach dem ersten Klingeln höre ich, wie innen jemand schnellen Schrittes auf die Tür zukommt. Ich scheine bereits erwartet zu werden. Eine Frau in meinem Alter öffnet mir die Tür. Das Erste, was auffällt, ist ihr starkes Make-up. Laut ihrer Gürtelschnalle ist sie eine Pink Pussy. Alles klar. Tagchen, La Russo mein Name. Ich wurde für heute Abend kurzfristig als Babysitter engagiert. Ich werde auch gleich von ihr hineingebeten. Ihren Namen nennt sie mir nicht. Sie erklärt mir, was zu tun ist. Sehr hektisch, sie will weg, ich sehe sie an. Dass ihr Haar schlecht blondiert ist auch. Wie heißt der Kleine nochmals?
Elias, in Ordnung. Und wo ist er jetzt gerade? Zur Beantwortung der Frage beschränkt sie sich auf einen Wink mit der Hand in Richtung Flur. Irgendwo da hinten. Als sie die für sich anscheinend lästige Aufgabe vollbracht hat, mich in meinen Aufgabenbereich einzuweisen, greift sie nach ihrer Handtasche und verlässt das Haus, ohne mich oder geschweige ihren Bruder zu verabschieden. Irgendwie fühle ich mich alleine gelassen. Ich gehe den Flur nach hinten, werfe flüchtige Blicke in die Zimmer, die alle leer sind. Hinter der verschwommenen, durchsichtigen Glastür ist bestimmt das Badezimmer. Ich sehe den kleinen Jungen regungslos in der Mitte des Raumes stehen. Sein Blick ist auf den Boden gerichtet. Es ist still. Dann öffne ich die Tür. Scheiße. Ich kann nicht sagen, mit was ich gerechnet habe, aber es ist auf alle Fälle meilenweit von dem Anblick entfernt, der sich mir hier bietet. Eine tote, fürchterlich entstellte Katze auf dem Boden. Abgestandener roter Schaum aus ihrem Mund. Ein eigenartiger Gestank geht von ihr aus. Der Boden ist von dunkelroten Flecken übersät. Muss mir die Hand vor den Mund halten, um mich nicht zu übergeben. Das Tier muss regelrecht ausgeblutet sein. Und der kleine Junge steht davor und starrt es an. Ich starre den Jungen an. Seine Kleidung ist sauber, seine Handflächen haben sich nervös ineinander verkeilt, krampfen sich mitunter zusammen. Seine Unterlippe vibriert kaum merklich auf und ab. Er kann das nicht gewesen sein. Komm her, Kleiner, komm da weg. Gehen wir. Elias? Behutsam nehme ich den Jungen an den Schultern und ziehe ihn weg. Ein sanfter Widerstand ist spürbar. Verständlich, er hat mich noch nie gesehen. Er sieht dem toten Tier nach, während ich ihn aus dem Badezimmer führe. Dann schließe ich die Tür hinter mir und gehe mit dem Jungen in die Küche. Kleiner, hör mir zu, mein Name ist Larissa und ich werde heute Abend auf dich aufpassen. Ist das deine Katze im Badezimmer? Er nickt nur mit dem Kopf. Sein Blick ist in seinem Schoß gesenkt, in sich gekehrt. Weißt du, was mit deiner Katze passiert ist? Keine Antwort. Bis jetzt habe ich noch keinen Ton von dem Jungen vernommen. Er spielt mit den Fingern seiner Hand, sein Blick ist starr auf die Fingerkuppen gerichtet. Seine milchig zarten Fingernägel sind sauber geschnitten. Allmählich fühle ich mich zum Handeln gezwungen. Elias soll hier sitzen bleiben. Ich beseitige die Tierleiche, versuche dem Blutbad gerecht zu werden und werde danach ein wenig mit dem Jungen an die frische Luft gehen. Und wenn er nicht will, sehen wir zusammen fern. Ich suche nach einem geeigneten Gegenstand, der als Sarg für die Katze herhalten muss. Auf der Anrichte neben der Kaffeemaschine steht eine Packung Cornflakes, eine Billigmarke. Sie hat eigentlich die optimalen Maße für das junge Tier. Es ist vielleicht ein halbes Jahr alt geworden. Ich mache mich daran, die Schweinerei im Bad zu beseitigen. Der Gestank ist inzwischen schlimmer geworden. Wo soll ich da anfangen? Im Kern des Knolls aus Blutfahren liegt die Katze. Der Brustkorb ist eingefallen. Ihr Hinterteil steht in einem schiefen Winkel unnatürlich vom restlichen Torso ab. Ich greife nach dem Handtuch neben der Leiche. Es wurde am meisten in Mitleidenschaft gezogen. Vor diesem Moment graust mir, das tote Tier hochzunehmen, auf das Handtuch zu legen und es darin einzuwickeln. Es ist schlimm für mich, den leblosen Körper in den Händen zu halten, ohne Regung. Mir tut das kleine Kätzchen leid. Als ich das Handtuch in die Packung sinken lasse, faltet sich der Stoff zu einem dunklen Loch auseinander und legt die hervorgetretenen Augen der Katze frei. Ich sehe direkt in ihre toten Augen. Dann verstaue ich sie und um nicht hinsehen zu müssen, lese ich die auf der Packung abgebildete Tabelle mit dem Nährwertgehalt. Darin sind der Brennwert und das Gehalt an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten pro 100 Gramm Cornflakes aufgelistet. Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen. Hinweis für Allergiker kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Alles auf der Packung zu lesen. Die Katze ist drin. Füllhöhenschwankungen sind transportbedingt. Das schwere Garagentor aus Holz lässt sich nur mit Mühe zur Seite schieben. Noch auf der Suche nach dem Lichtschalter steigt mir der Geruch von Motorenöl in die Nase. Ins Geradewohl taste ich die Wand ab und finde ihn in Form eines großen Plastikgehäuses. Ein Schalter zum Drehen. Das unbeschirmte Licht geht von einem lauten Klack gefolgt an. Vereinzelt leuchten Lämpchen einer Weihnachtslichterkette schwach auf. Ich stelle die Packung neben die Tonne für den Bühemull und gehe zurück in das Haus. Der Junge ist nicht mehr da. Die Küche ist leer. Nur die Katze sitzt auf dem Platz, auf dem noch keine Minute zuvor Elias gesessen hat. Ich habe ihn doch noch gesehen, als ich den Cornflakes-Sarg in die Garage gebracht habe. Er hat die Katze gestreichelt. Es ist nichts zu hören. Nur ein Auto, das am Küchenfenster vorbeifährt.
Ich sehe in der ganzen Wohnung nach dem Jungen. Man sieht einem Haus immer an, wie es seinen Bewohnern geht. Sieht, wie die Fäden darin gezogen werden. Und die gezogenen Fäden vibrieren nach. Vibrieren immer nach.